So, und herzlich willkommen zurück zu den Xenoblade Chronicles. Beim letzten Mal haben wir versucht, Rikis vierten Skillstreak freizuschalten, was uns mäßig gelungen ist. Wir haben die richtigen Quests dazu gefunden, sind aber noch nicht ganz mit fertig. Wir müssen jetzt Puko finden, der wohl irgendwas mit der Medizin gemacht hat von Medi, weswegen sich die Leute bei ihm beschweren. Jetzt ist die große Frage, wo Puko ist. Ich glaube, ich habe ihn... Name sagt mir gar nichts. Ich schau mal im Harmonie-Diagramm nach, ob sich da irgendwas findet, ganz zufällig. Ob ich den schon mal irgendwo angelabert habe. Ich habe auch schon 5 Sterne in dem Dorf, ne? Uff, dann wird Coin 9 bald nachziehen müssen. Und Coin 6 ist sowieso dann. Schwierig. Puko. Moment mal, da müsste doch, wenn schon. Irgendwo hier unten sein. Da ist Yusa, Medi, Tuzu, Kirugo, Pachipa. Scheiße, weil ich nämlich noch nicht weiß, wer das ist. Doch, da. Ab 9, okay. Habe ich doch schon mal gequatscht. Mach's doch schön. Maya dreht noch ihre Runde. So, wie sieht das aus? Ich fange einfach mal ganz hier unten an. Ein paar User, das ist auch so ein Name. Ich werde nicht mein Leben nicht klarkommen. Aber dieses paar. Also dieses leicht gesummte. Das ist unfassbar. Ja, okay, ich glaube ganz hier unten ist komplett unwahrscheinlich. Na gut. Dann werden wir jetzt eben das ganze Dorf wieder hochlaufen. Weil das Questen ja so viel Spaß macht. So unglaublich viel Spaß macht. Wir sollten auch noch theoretisch andere Quests auf uns warten. Für After the Michonis Core, aber so richtig erscheinen tun die auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich weiß, dass sie draußen irgendwer eine Quest für uns haben sollte. Irgendwann mal. Aber so wie es aussieht, hatte keiner was für uns. Und ich weiß auch nicht, was ich machen muss, um die Quest freizuschalten. Bei den Quests hier geht es auf jeden Fall zurück nach Alkamov. Ich will nicht sagen, dass wir bereit sind, aber es wäre zumindest ganz nett, die Quest zu haben. Dann müssen wir nämlich dort eine Runde kämpfen. Ach, super. Ich sehe das ganze verdammte Dorf wieder absuchen. Es ist so schlimm hier. Werde ich froh sein, wenn ich das hinter mich gebracht habe. Ein für alle Mal. Obwohl ich trotzdem sinnlos weiter questen muss, bis ich halt auch die Michonis Kernquests erledigt habe. Also ich nenne die jetzt einfach so, weil die nur freigeschalten sind, wenn man da fertig ist. Oh, Shulk und Ricky. Könnten sich theoretisch gut verstehen. Schau mal nach. Die haben ja schon ein bisschen zusammengekämpft mittlerweile. Eventuell habe ich ja Glück. Oh, mit Ricky geht es sogar sehr gut. Na dann auf. Das lasse ich mir noch nicht entgehen. Mal gucken, was die so zu erzählen haben. Uff, Ladezeit hat wieder. Au. So, auf geht's. Die Monado-Kopie sieht so hässlich aus. Genauso wie der ganze Rest der Schulz-Ausrüstung eigentlich. So, was haben wir hier? Tada! Besteste Pollenfabrik vom ganzen Noppendorf. Unglaublich, Ricky. Das ist eine tolle Maschine. Das ist noch komplett aus Holz gefertigt. Beeindruckend. Zäh, Schuld, böses Wort gesagt. Schuld darfst du Pollenfabrik nicht Maschine sagen. Wegen der Mechern, weil sie nicht aus Metall ist. Genau. Kein Metall, keine Maschine. Noppengeräte nicht aus Metall, deshalb keine Maschinen. Willst du das sagst, ich habe kaum Metall im Dorf gesehen. Ricky und Noppern leben zusammen mit großem Wald. Wald braucht kein Metall, also Noppern auch nicht. Hier alles nur aus Wald von Magna. Das klingt gut. Wirklich alles. Na gut, nicht alles aus Magna. Schuld, kluger Hom-Hom. Ich kenne den Wald von Magna auch schon ein wenig.
Manche Sachen hier sehen nicht so aus, als kämen sie von dort. Vogelvolk hat Noppen ein starkes Seil gegeben. Schön kann sehen. Und Hom Hom haben Noppen einen Trick mit Öl gezeigt. Mit Öl auch kleine Noppen kann großes Seil ziehen. Ihre Techniken von verschiedenen Kulturen übernommen. Noppen leben überall auf Bionis, egal wo überall Noppen. Noppen lernen Dinge, bringen Wissen zurück im Dorf. Ich verstehe. Noppen Technologie und das Wissen anderer Völker vereint. Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, Ricky. Ricky hat zwar nicht gemacht, aber sagt trotzdem Danke, Pon. Mit seiner Klingenrüstung, aka diesem Skin, was auch immer. Ich komme nicht drauf klar. Mal schauen, wann ich den anfangen muss zu spammen im Kampf. Und weiter. Noch mehr vor. Bis ich den Dude finde, vergeht vielleicht noch einiges an Zeit. Da versteht sich der Schulk auch schon mit fast jedem richtig gut, ne? Das ist auch. Da würde ich ihn ganz wenig einsetzen können, müssen, sollen. Weiß nicht. Sinnlos. Wo ist der Dude? Ich habe ihn auch die ganze letzte Zeit nicht gesehen. So, ich spreche die Bewohner ja immer ab und zu an. Auch wegen der Harmonie, aber damit ich auch ein bisschen weiß, wann mal wer ist. Aber bis hier absolut Pech. Dann kommt Oberpontunga wohl zurück. Paper. Auf die stoße ich auch wirklich gefühlt jedes Mal, wenn ich rauslaufe. Au. Stätte der Mysterien. Ich muss den Medizin-Dude ja schon mal irgendwann getroffen haben. Vielleicht ist er doch hier unten irgendwas. Wer weiß, vielleicht sind hier unten. Und welche bedeutsamen NPCs oder neue Quests. Das werde ich jetzt rausfinden. Juhu. Ich würde auch lieber kämpfen gerade, aber. Was soll ich machen? Wenn Lückys Punkte voll sind, sind sie voll. Und dann passiert doch gar nichts mehr. Und du rennst auch bis zum heutigen Tag. Oh, guck mal. Sian. Dann kommt Vater endlich wieder zurück zu mir. Mein Bruder passt so auf mich auf. Aber ich fühle mich trotzdem einsam und verlassen. Oh. Oh, das ist RIP. Machst nix. So, so im Wachturm. Cool. Ganz hervorragend und kein bisschen hilfreich. Wir wissen, dass er nur tagsüber da sein kann. Oh, guck mal. So, was steht denn da? Hochrentierbau hier. Moment. Da ist noch eine Quest. Atael, entschuldigt, ich möchte meinen Gefallen bitten. Unser Vater wurde in der Keilstadt in Altalefia verwandert. Nun sind noch meine Schwester Zion und ich übrig. Und nein, wie furchtbar. Die Lage fordert rasches Eingreifen. Wir müssen ihn schnell töten. Ich komme schon irgendwie damit zurecht. Aber Zion glaubt immer noch, dass Vater zurückkehren wird. Ich möchte noch nicht die Wahrheit sagen. Wir sollten ein Andenken unseren Vater besitzen. Er hat damals etwas Wertvolles vergraben. Etwas Wertvolles. Was war es denn? Das konnte ich ihn leider nicht mehr fragen. Er sagte mir nur, ich soll es ausgraben, falls ihm etwas zustoße. Suche am Bund der Hoffnung und alchemistisch vergrabenen wichtigen Gegenstand für 40.000 EP. Nett. Ich danke euch. Gebt euch zum Bund der Hoffnung. In einem der kleinen Brunnen hat Vater den Gegenstand vergraben. Okay. Das ist schon mal die erste Alchemist Quest. Ich hoffe, das ist auch die erste richtige. Die uns dahin bringt, wo ich auch hin möchte. Weil die Quests sind nämlich deshalb wichtig, weil die gutes Equip geben für Fiora. Und die hat, naja, würde ich sagen, am nötigsten, aber sie hat das größte Potenzial halt. Und darauf kommt sie nämlich an am Ende. Boah, Schuld könnte aber auch so gut mit Doppelangriff und Hass ausstatten. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das aus bei dem? Den habe ich jetzt schon wieder ein bisschen vernachlässigt.
Wenn Melia jetzt im Team ist. Okay, da hat die Doppelangriff-Dinger drin. Und kein Hast. Okay. Ich weiß, dass es Handschuhe gibt, die Hast geben, aber das sind wirklich extreme Endgame-Items, die man nur von diversen Superbossen erhält. Also nichts für mich leider. So, finden wir den Penner jetzt auch mal irgendwann. Unten ist er komplett gar nicht. Schön. Wo sieht es denn hier nach Medizin aus? Die Ärzte rennen ja auch eher rum, wie die das so richtig halten. Vielleicht ja eher irgendwo. Naja, auf der Handelsstraße, aber doch bestimmt auch nicht. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ich gehe mal in beide Richtungen. Auf jeden Fall. Und wenn das Schild auf einer der Plattformen oder so. Das wär's. Minana, Poco. Ihr wollt mehr über Medizin wissen, die Poco und Medi verkauft hat? Kann nicht darüber reden. Nennt sie Schweigepflicht. Direkt 2 Sterne verloren, danke. Oh oh, Monster schon wieder Ware gefressen. Poco kann nicht mal lügen, Poco am Ende. Monster? Warum bist du von Monster? Wollte Poco helfen? Hab Noppen AG beauftragt, hochente Medizin zu importieren. Aber Noppen AG wurde von Monster angegriffen. Alle waren im Eimer, aber Medi hatte schon bezahlt. Muss ihm irgendwas geben. Hab Medizin so ähnlich wie die von Hochentia gepuncht. Hätte nie gedacht, dass meine Medizin alle krank macht. Noppen AG wurde im RF mehr von Ekelkranen angegriffen. Schon mehrfach. Wenn so weitergeht, keine Port mehr möglich. Bitte haut Ekelkrane kaputt. Ekelkrane am Arif-Meer. Moment. Auf der Entscheidungsklippe, okay. Das kriegen wir hin. Die Gegner sollten ja noch relativ schwach sein. Hoffe ich zumindest. Entscheidungsklippe dort, okay. Das ist ein guter Ort. Zum Kämpfen ist schön nah, nicht so nah wie es mir wünschen würde. Ah. Stufe 33 Gegner, wie lange ist es her? Jetzt bin ich schon Stufe 75. Ich könnte euch noch den anderen EP-Kristall irgendwem geben. Fällt mir gerade so ein. Hat sich schon jemand? Der 25% lohnt sich doch ganz gut. Natürlich nicht. Wobei dann bin doch eigentlich der wäre. Hier komm. Aura Heilung drauf geschissen. Rang. Ich werde bald meine ganzen Juwelen hier unnötig verkaufen müssen, so viel wie ich schon wieder hab. Ja. Kriegt da halt noch einen kleinen EP-Boost oben drauf und. Schade, hat jetzt halt die wenigsten EP. Wenn ich es doch mal brauche, sollte die zumindest ein bisschen was haben. Also kriegt sie auch noch den ganz kleinen EP-Kristall. Für 5%. Besser als gar nichts. So. Wie viel Ether hat Melia eigentlich? Oh, 729. Nicht schlecht. Gut, hätte auch theoretisch Schuld geben können, aber. Der hat das Level jetzt nicht ganz nötig und der hatte auch schon gute EP. Kein Wunder, hat er auch die Messe gekämpft. Schala hingegen hat das Glück nicht gehabt. Die ist auch mehr so eine Option und kein Kampfmitglied. Wenn es wirklich mal hart auf hart kommt. Heißt es nicht, dass ich für die letzten Kämpfe von Bedeutung wäre oder so, aber jetzt ist es doch ganz nice. Oh, Areltelefia, ja. Stufe 87. Na danke. Turbulenz Belmo. Den würde ich aber gerne angreifen. Ach fuck. Ey. Schaff ich nicht. Agilität.
viel zu niedrig für die Gegner. Ja. Ich komme jetzt auch nicht weg, ne? Die lassen mich nicht gehen. Oh mein Gott, Alter. Ja, ist gut. Ist real, hab verstanden. Ach, jetzt sind wir abgelassen. Großartig. Das regt mich ja schon wieder auf. Das Problem hätte ich. Ist schon echt über die Telefias rum. Fuck me. Ja, geil. Ein 12-Level zu schwach. Wäre ja kein Problem, wenn meine Agilitätswerte jetzt passen würden. Aber die passen noch nicht. Ich habe jetzt das über 2 und Agilität. Das wird erst noch besser. Mit jedem Level, was ich jetzt mache. Hat Dunban nicht eigentlich eine Fähigkeit gehabt, mit der er aus den Trefferquote erhöht war, nicht was? Okay, ruhige Seele, es war's schon. 31 Sekunden aufladen, 21 Sekunden Wirkdauer, oh ja. Trefferrate, Ausweichrate steigt ziemlich gut an. Ja gut, aber er alleine macht das ja auch nicht. Die sind es zwingen die auch einzusetzen. Wenn sie ihn gar nicht anvisieren. Ich würde eigentlich nur das eine Fliegeviech haben, aber das Spiel lässt mich ja nicht. Einfach um die Harmonie zu haben, weil ich bin sicher, das Vieh habe ich bisher noch gar nicht angegriffen. So, Krana. Bitte keine Telefias hier. RF Krana. Kuddeln. Oh, geil, es regnet. Wie schön. Ah, der Ekelkrana. Bei schlechtem Wetter ist er eklig. Und los geht's. Oh. Hoch rennt der Medizin. Oh, der hat sogar die richtige. Nett. Sammeln Mission 1? Alkamov Bürgerin? Was? Muss ein Bug sein, weil die Mission. Krana Börse, Sammeln Mission 1. Das kann gar nicht sein. Ich habe gerade für Alkamov einen Zugangspunkt bekommen. Dabei ist Alkamov raus. Gibt's nicht mehr. Ich glaube, es lag daran, dass ich schon 2 Börsen hatte. Und die Quest damit sozusagen schon angefangen war. Nehme ich so hin. So, ihr müsst jetzt reden. Wir machen beide durch. Beide. Bis nicht schon wieder so spät wäre. So, 12 Uhr, 11. So, wir jetzt schützt nicht mehr hier. So, komm her, Poco. Hat eh Krana besiegt. Super duper. Auch Medizin wieder da. Könnt ihr bitte Medizin Medi bringen? Aber nicht verraten, dass Poco schlechte Medizin gemacht hat. Wenn ich es doch tue. Hä? Wie willst du es verhindern, hä? Ich glaube gar nicht. Sinnlos provozieren. Ich muss mir die 2 Zunehmungspunkte wiederholen, die ich keineswegen verloren habe. Ich glaube, Medi war nachts, ne? User war Tag. Wenn jetzt überhaupt noch ein Arzt wäre, würde mir das ja schon reichen. Wieder komplett verschwunden. Gibt's doch nicht. Alter, wo ist der? Tati, nein, wir brauchen Medi.
Mach Medizin. Das gibt's doch nicht. Diese elenden Noppons. Die laufen hier durchs Grenzdorf. Einfach so. Ganzen sinnlosen Tag. Wir laufen hier doch mehr weniger durch die Kanalisation, ne? wo ist denn der jetzt? Rudi. Wo? Oh. Ne, Moment, das war doch nur User, der hier unten ist. Meli war doch auch oben. Er hätte ja auch hier unten sein können. Scheiße. Uff. Ah, RIP. Und jetzt aber wirklich. Oh, Meli. Ich weiß, dass du beim Laden chillst. Ihr habt die Medizin, die ich für Poco bestellt habe. Sie sieht anders aus als die von neulich. Es wird fast so, als sei sie etwas anders an der Zusammen. Es sei. Junge. Es sei etwas anders an der Zusammensetzung als sonst. Wie muss sein. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Puh, das wäre geschafft. Ich bin erleichtert. Ich muss mir Poco für seine stetigen Bemühungen bedanken. Ich werde auch weiter meine Bestellung bei ihm aufgeben. Und die 2 Sterne habe ich jetzt wieder. Dankeschön dafür. Was man nicht alles macht. So, Medi hat es nichts für uns. Hat vielleicht Poco was für uns? Wenn er denn hier ist. Hab neue Salbe erfunden und gleich ins Fell geschmiert. Fell ist ganz dicht und buschig geworden. Das freut mich für dich. Aha. Gut, dann werde ich mal unten weiter gucken. Weil irgendwer muss mir noch eine Quest geben. Damit Ricky endlich seinen blöden 4. Charakterzug erhält. Man erhält Charakterzüge, das ist auch ein ziemliches Uff. User. Medien und Poco sind ganz begeistert von Users Wissen. Gibt eben Noppen-Regeln, die für einen Noppen gelten. Männchenpollen wollte immer Sänger werden. Wollte Noppen-Agie beitreten und Sing Bions bereisen. Das ist schön für dich. Was fehlt jetzt hier noch in dieser Konstellation? Ganz fertig haben wir noch nicht zu sein. User, Medi, Poco, ein paar Medi, Tuso, keine Ahnung, Minana, Engel in Weiß, Poco und User. Scheint nicht so gut zu vertragen, okay. Ich werde noch mal mit denen reden jetzt. Ich quatsch ja noch ein bisschen mehr voll. Auf jeden Fall. Mist. Mit irgendeine Quest muss ich jetzt noch erhalten. Mindestens. Ich weiß, es kann mit den anderen Quests auch zusammenhängen, aber. Das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Dann halt Medi rede. Eventuell tut sich ja noch mal was. Oder noch mal mit Poco. Aha, neue Salbe, ja. Tolle Entdeckung, vielleicht verkaufen, nein. Mist, okay. Dann können wir maximal noch mal mit Tuso reden. Aber ich glaube nicht, dass die irgendwas hat. Medi. Diese Früchte hier linden Bauchschmerzen, schön. Sinnlos. Scheiße, mit wem könnte ich jetzt noch reden? Sieht nicht so aus, als ob die Bock hätten, mir eine neue Quest zu geben. Da habe ich sogar schon 5 Sterne mit dem Dorf hier.
Tuso, war die auch hier unten? Ich glaube, die Uhrzeit irgendwann. Hallo? Nee, das war wieder User. Mist. Nein, ein paar. Immer noch nichts, ne? Sinnlos. Hier ist es tot wie immer. Scheiße, aber die aktuellen Quests weitermachen bringt's doch auch nicht. Die gehören doch da eigentlich gar nicht dazu. Dieses dreckige Dorf ohne Witz. Wer bist du? Rasha. Mist. Nee, da tut sich auch gar nichts. Ich glaube, mit dem sind wir komplett durch. Ich habe 5 Sterne mit diesem dreckigen Dorf. 5! Und ich finde trotzdem nichts. Ich kann nach wie vor nicht hochklettern. Fioramelia. Na, noch nicht. Mist. Wer ist denn Opapon eigentlich? Die Kaiserin haben wir bis jetzt auch nicht gesehen. Die da hier mal irgendwann was erwähnt wurde in der Quest. Für die wir jetzt losgezogen sind. Scheiße. Das regt mich jetzt auf. Irgendwas muss noch fehlen. Irgendeine Quest habe ich noch nicht fertig. Aber ich habe im besten Willen keine Ahnung welche. Aber im Großen und Ganzen haben wir auch schon alles. Hier irgendwas? Ne, Poco. Von dem brauche ich jetzt nichts. Soll ich jetzt nochmal googeln? Ach klar, komm. Auf. Bevor ich jetzt hier ewig weitersuche. Zenoblade. So, wie sieht das aus? Na los, Spiel, komm. Ricky Skill Tree. Wie sieht das aus? Medical Advancements, Let's Make Fillings, Healing the Healer and Mislabeling Problem, Getting Bigger. Oh, natürlich gibt das Spiel jetzt. Also, IGN ist mal wieder 10 von 10 auf jeden Fall. Getting Bigger. Wer soll mir das geben? Von WW near the Chef's Residence on a balcony west of the Mysterious Central Frontier Village. Okay, ich muss jetzt auch schon mit hier rumlaufen. Entweder das oder. Also auf jeden Fall irgendwo oben auf so einem Balkon. Das kriegen wir hin. Warte, wer war der Questgeber nochmal? WW. Okay. Uhrzeit. Kurz checken und dann mal schauen. Dabi, dazu mit den anderen jetzt überhaupt keinen Kontakt, aber das wird hoffentlich schon so passen. Tenoppenweise. Ah, doch, da. Von 18 bis 3. Aha. Gut. Ja. Wenn ich den Dude erstmal finde, wäre ja schon genug getan. Ich glaube, was besser, wäre auch besser gekommen, wenn ich erstmal ganz oben angefangen hätte zu suchen. Aber ich kann mir schon vorstellen, was so eine Art Balkon da meint. Oder. Ne, wisst schon. Okay, gut, das war's damit schon mal nicht. Ich dachte, wir direkt hier. Also muss ich doch noch sinnlos höher. Bruno, was Neues von dir? Was? Bruno hat uns auch nur diese eine Quest gegeben. Mehr nicht, sehr schade. Na, wer bist du denn?
Grobago hat früher hier ihren Unterricht vorbereitet. Aha. Schön für dich. Das sieht nicht nach Balkon aus. Bumm, Modamo. Ihr wollt von Modamos Fähigkeiten hören? Nein? Ach, Soleko unterstützt mit Haushaltsgeld. Gegenseitig helfen ist ganz wichtig in der Tradition. Modamo wird tun, was er kann. Ja, die Ehre. Habe ich ihn auch gefunden? Brauche ich zwar nicht, aber hey. Ja, Lupa. Lupa soll Leko helfen. Ich bin eigentlich sehr, sehr mit Forschung beschäftigt. Idee. Ihr helft mit Forschung, ja? Ja, genau, machen wir so. Ihr werdet wunderprächtige Assistenten sein. Wer hat so viel zur Forschung beitragen? Spüre schon, wie intellektueller Appetit ansteigt. Yam, yam. Klar. Ganz sicher. Sehe schon genauso kommen. Gut. Da konnte ich auch zumindest die Questen auch schon mal mit abschließen. Ist zwar jetzt nicht direkt wichtig, aber hey. So. Wo steht der Dude jetzt? Irgendwo oben. Mehr konnte ich jetzt auch nicht wirklich entnehmen.